Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pro-Cyclists Alexander Vinokurov. Ich bin der Uno und wir sind mitten in der Tour Alsace und wir hatten das letzte Mal eine ziemlich kuriose Etappe. Das Feld ist ständig gerissen, waren immer wieder kleine Krüppchen. Wir haben zweimal einen Anschluss verpasst, haben uns wieder rangekämpft, und nur um am Ende zu sehen, dass dann doch alles als eine Gruppe gewertet wurde. Ein bisschen schade war auch, dass wir eine +5-Tagesform hatten auf einer Flachetappe. Aber das Problem kennt ihr ja. Ja, guckt ja auch beim Vasi schon lange zu und da erkennt das ja auch davon. Okay, wir gehen in die nächste Etappe. Da gehen natürlich jetzt erstmal hier diese ganzen anderen Rennen noch weg. Und letzter Tag, um ihre Zukunft zu besiegeln. Okay, wir haben ein Vertragsangebot. Okay. Einladung abgelehnt. Mhm. Ja, das ist ja blöd. Hier können wir jetzt unterschreiben. Ja, dann nehmen wir hier Delco Marseille Provence KTM. Wir könnten auch zu Dimension Data gehen. Nee, das wollen wir nicht. Ich denke, ein Jahr bei Continental Pro. Haben wir eins angenommen. Ein Jahr, na gut, dann reicht das eben. Ach, verdammt, wir haben das verpasst. Schlecht. Haben wir verpasst, na super, dann hätten wir 2 Jahre bei Cofidis fahren können. Ah, ist natürlich blöd, aber naja, gut. Okay, hier eine interessante Etappe. Hier könnte man echt was versuchen an diesem letzten Hügel, dass man da vielleicht drüber springt. Wir gehören nicht zu den... Wieso denn das nicht? Sind das alles so gute Hügelfahrer? 73, 75, 75, 70. Oh, es wird anstrengend. Wir haben auf jeden Fall eine +2 heute, genauso wie Fournier und Kreiner. Kreiner wahrscheinlich die +2, weil er die letzte Etappe gewonnen hat. Also Glückwunsch nochmal dazu. Also... läuft bisher fürs Team ganz gut. Wir müssen schauen, wichtig auf dieser Etappe wird sein, dass wir diese 2 Berge hier gut überstehen und danach geht es in eine Schleife. Da können wir uns schon mal den Berg ein bisschen anschauen. Hier seht ihr es, die haben alle sehr gute Hügelwerte. Da haben wir halt nur eine 72. Das heißt, ich sehe auch hier wieder keine Chance zu gewinnen. Das ist echt ziemlich krass. Okay, also leider Cofidis verpasst, sonst hätten wir wieder ein schönes rotes Trikot, hätten uns gar nicht so umgewöhnen müssen, aber wir fahren dann für die hellblauen Jungs. Das sieht ein bisschen nach Astana aus. Unter die ersten 10, okay, Entscheidungsfreiheit. Arbeit des Kapitäns zu. Und heute habe ich natürlich nur eine +1. Es ist ja schließlich eine Etappe, wo man was schaffen könnte und ein Ausreißversuch. Warten wir mal ab, bis jemand ausreißt. Da gehen wir vielleicht sogar mit. Da gehen sie schon. Gucken wir mal, ob wir mitgelassen werden. So, wir hängen uns erstmal hinten dran. Denn am Anfang ist ja, er lässt uns alle schön vorfahren. Wenn wir einen Ausreißversuch machen sollen, dann probieren wir das natürlich. Wen haben wir denn jetzt hier in der Gruppe? Stewart, Turner, Beutelmann, Leroux und Roger. Von hinten kommen vielleicht noch welche. Aber die geben trotzdem hier hinten schon ganz schön Gas. Die haben einen ziemlich hohen Puls. So, jetzt will niemand führen. Na gut, dann gehen wir jetzt auf eine gemütliche 60. Und gucken mal, jetzt ist noch jemand hinzugekommen. Pons mit einer 57 am Berg. Und Wildauer hat eine 63 und Olsen. Also Wildauer, denke ich mal, könnte unser ärgster Konkurrent werden. Sonst könnte man hier vielleicht sogar mal versuchen, ins Bergtrikot zu gehen. Aber da bin ich in letzter Zeit ja ziemlich schlecht. Wir haben heute immerhin nur eine 67 am Berg und eine 73 am Hügel.
Okay, alle wollen führen, das ist schon mal nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, hängen wir uns mal ein bisschen... Was, jetzt muss ich mich hier schon wieder einsortieren? Na, 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 Kollegen. Okay, wir machen mal ein kleines bisschen schneller. Müssen gucken, dass wir die Bergwertung vielleicht nicht verpassen. Vielleicht mache ich es, probiere es mal wirklich so wie Vasi und fahre mal ein Stück von vorn hoch. So, wir haben 4 Minuten Vorsprung. Also wir werden natürlich nicht durchkommen, das ist klar. Aber wir können gucken, ob wir vielleicht... Jetzt geht es nämlich hier schon ein bisschen steil. Jetzt geben sie hier schon ein bisschen mehr Gas. Wildauer hat auch keine Lust. Jetzt fahren sie hier schon mit ordentlich Tempo. Wir haben immer noch richtig guten Balken. Also sieht richtig gut aus. 4 Minuten 30 knapp Vorsprung. Und gleich geht es auch in den Anstieg. Und da müssen wir dann mal gucken... Vielleicht mache ich die Vasi-Taktik und fahre dann im Berg vielleicht ein bisschen von vorn. Wie gesagt, wir sind kein Bergfahrer. Im Gegensatz zu Vasi, der halt Etappenfahrer ist und gute Werte am Berg hat, sind wir halt für die kurzen, knackigen Anstiege eher gedacht. Oder eher geschaffen. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was hier möglich ist am Berg. Vielleicht ist ein Bergtrikot im Bereich des Möglichen. So, ich würde mich jetzt auch mal wieder einreihen und vielleicht sogar mit einer 70 vielleicht oder nach 75 nach vorne fahren und jetzt vielleicht auf eine 70 runter und die Leute hier einen Berg hochziehen, vielleicht lieber eine 65, damit wir nicht ganz so viel verlieren. So, noch 5 Kilometer. Ich hätte schon sehr gern das Bergtrikot. Müssen gucken, wann wir angreifen können. So, hinten, die geben jetzt auch ordentlich Gas. 2 Kilometer. Und jetzt gehen die ersten Attacken hier. Da würde ich aber mal sagen, sagen wir einfach mal nö dazu. Und holen uns erstmal die Punkte. Okay. Jetzt können wir wieder mitführen, aber wir ruhen uns erstmal wieder ein bisschen aus. Haben auch kaum gelben Balken verloren, was gut ist. Wir haben fast einen Vorsprung von 6 Minuten. Und die gleiche Taktik machen wir gleich wieder. Wir lassen uns erstmal ein bisschen reinziehen. Achso, wir holen uns erstmal was zu trinken, wenn wir ganz hinten sind. Sehr schön. So, die versuchen jetzt hier erstmal ordentlich einen Berg hochzufahren. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal... Ah, wir haben noch 6 Kilometer. Wir können noch ein bisschen abwarten. Bergtrikot wäre schon was ganz Schickes, wenn wir das schaffen. Okay, wir gucken mal, wer hier noch mithalten kann. So, das Feld kommt jetzt deutlich ran. Das sind nur noch 4,5 Minuten. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal wieder nach vorn. Und fahren mal wieder ein bisschen nach bisschen Vorsprung raus. So, 2,7 Kilometer. Wir greifen an, wenn jemand anders angreift. Okay, wir gehen natürlich vorbei. So, haben die Punkte auch gesichert, warten jetzt wieder auf die anderen, haben 32 Punkte jetzt fürs Bergtrikot, was echt mal ganz cool ist. Und ab jetzt ist eigentlich unser Rennen so gut wie gelaufen. Wir warten jetzt noch auf die anderen und hängen uns dort dran, aber werden nicht mehr großartig viel führen. Hinten das Feld ist schon ein bisschen gerissen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, da müssen sie warten. So, wir haben jetzt 13 Kilometer geschafft. Uns geht es fast besser als den Kollegen, weil die ordentlich gezogen werden.
dann müssen wir mal gucken. Vielleicht lassen wir uns dann auch wieder in die Gruppe zurückfahren. Also ich habe jetzt ja eigentlich keine Intention mehr. Die Bergpunkte haben wir, das Trikot. Mal wieder ein schöner Erfolg. Ich freue mich. Wir haben ein Trikot gewonnen. Und ansonsten denke ich mal, würde mich das gar nicht so stören, wenn die gegnerische Gruppe jetzt rankommt. Obwohl da auch schon wieder alles auseinanderfällt. Das ist aktuell ein bisschen komisch. Immer mal hin und her und die Gruppen fallen auseinander. Ja, ich denke mal, das wird auch nichts mit den 100%, weil die da hinten sehr viel Gas geben, was das angeht. So, jetzt wird hier gesprintet natürlich. Wir bleiben dran. So, jetzt geht es gleich den nächsten Berg hoch oder Hügel. Und das wird dann auch schon das gleiche wie der Schlussanstieg werden. Da können wir uns den jetzt mal genau angucken. So, jetzt geht's in den Anstieg, hier hoch. Doch, da denke ich, bei kann man schon ein bisschen was machen. Ist vielleicht ein bisschen lang. So, die geben jetzt hier richtig Gas. Wie gesagt, die Balken sind ähnlich wie bei unseren Teamkollegen, nur koste Plan, kostet mal wieder nichts aus. Hier gibt es keine Bergwertungen. So, wie ist denn dieser ganz kleine Hügel hier? Hier könnte man vielleicht attackieren und dann ins Ziel. Oder ist das zu kurz? So, wir haben jetzt 75% des Ausreichsversuchs geschafft und sind nur noch 2 Minuten davor. Also wir könnten es eventuell schaffen. Die geben jetzt hier nochmal ordentlich Stoff. Und ab jetzt ist es, wie gesagt, ein Rundkurs. 2 Minuten 13. Also eigentlich sollten wir das mit den 100% den Ausreichsversuch schon mal schaffen. So, wir ruhen uns weiter schön aus. Während sich unsere Kollegen ein bisschen plätten. So, 1,54 noch. Die Gruppe hat sich ein bisschen gespalten. Aber wir sollten gleich die 100% haben. 50 Kilometer wurde ja gesagt. Die Gruppe ist hinten nochmal auseinandergefallen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wie viel wissen wir denn noch? Ah, wir haben es. Wir haben es geschafft. So, hinten, die sind gleich dran. Aber dafür sind sie dann alle gleich kaputt. Machen sich den gelben Balken kaputt, was sehr schön ist für uns. Wir sind gleich über den Berg drüber. Und hinten, das ist, geht immer noch hin und her. Hat sich eine kleine Gruppe hat sich jetzt noch gelöst von denen. So, hier im Flachen wird immer ordentlich Gas geben. Wir dürfen natürlich jetzt nicht vergessen, wir holen uns gleich mal was trinken. Und das haben wir natürlich gleich. Jetzt kommt es zum Zwischensprint. Wollen die da hier wieder sprinten oder nehmen die den einfach so hin? Ne, die wollen schon um die Punkte sprinten. Wir bleiben einfach ganz locker dran. 1,14 noch vom Peloton. Dahinter ist noch eine andere Gruppe. So, ich glaube, einen hat es schon fast erwischt. Der ist gleich weg. So, solange wie es noch Leute gibt, die hier mitführen wollen, gehen wir das natürlich gerne mit. So, jetzt geht es hier nochmal den Anstieg hoch. Da durften die von hinten gleich wieder rangeflogen kommen. Jetzt ist wieder das Feld ist wieder größer. Ja, das ist ja schon ordentliches Tempo, was der Leroux hier, der Roger vor sich vorgibt. Und die sind auch nur noch 49 Sekunden hinter uns, die Gruppe. Obwohl die immer wieder auseinanderreißt. Das ist schon ein bisschen eigenartig. So. So, jetzt ist das Peloton zusammen. Jetzt brauchen wir nicht mehr führen. Jetzt geht man hier einfach. 81, 83, 85. Wir fahren jetzt hier mit. Ich weiß nicht, ob es was bringt, am letzten Hügel zu attackieren, aber vielleicht probieren wir es einfach mal. So, die sind gestürzt, die hatten Lust drauf und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die einfache Geschwindigkeit, weil es jetzt interessanter wird. So, Lang will jetzt nach vorne. Katzmeier ist zurückgefahren. Ach, der war ja mal unser Konkurrent im Kampf ums Bergtrikot. So, wir bekommen hier keine Unterstützung des Teams. Deswegen, wie gesagt, bleiben wir erstmal vorn. Ich weiß nicht, ob es was bringt, hinter
Keiner ist gut drauf. Kreiner. Wo ist der ungefähr? Der ist eher in der Mitte des Feldes. Wir wollen ja gleich vielleicht mal ein bisschen attackieren. Vielleicht diesen kleinen Hügel dann hier hinten. Noch nicht den hier. Wir sind von der Form her echt nicht schlecht. Wie gesagt, die anderen haben ähnliche Balken, obwohl wir halt noch ewig in der Ausreißergruppe waren. So, einer hat sogar aufgegeben. Und Bernard hat auch aufgegeben. Ja, das ist ja interessant. So, ich würde jetzt mal das Gel nehmen, weil danach geht es eigentlich fast nur noch bergab. So, jetzt wird hier... Oder war das ein Angriff? So, und jetzt geht's gleich einen Berg hoch. Ich bin gespannt. Gucken wir mal, ob wir was reißen können. Ah, wir haben wieder leider keine rote Rakete. Was ärgerlich ist. So, über den Berg rüber und runter. Gucken wir mal, es sind noch 2,3 Kilometer. Ah, es wird zu knapp. Ah, verdammt, verdammt, Mann. Warum klappt das nie? Warum kriege ich es nie geschissen? Jetzt wären wir echt noch vom Ziel eingeholt. Ja, super, ey. Ich könnte kotzen im Strahl. Echt mal. Ey, das ist zum Kotzen. Das Spiel regt mich gerade auf. Ha, immerhin haben wir Navarres geschlagen. Huhu. Ey, das war ein Kilometer. Ein Kilometer hat gefehlt. Boah, ich bin gerade losgeladen. Ich werde das Spiel nie lernen. Seht's mir nach. Gucken wir uns die Siegerehrung an, obwohl die mich total annervt. Gesamtwertung, naja, führt halt immer noch unser Kollege. Wir haben immerhin das Bergtrikot. Huhu, toll. Machen wir weiter. Einsatz, Einschätzung der Etappe, schlecht. Immerhin mal 13 Punkte hier. Mal gucken. Was wir jetzt für eine haben. Ja, das ist eine flache. Da braucht man großartig nicht viel machen. Außer die wollen unbedingt, dass wir in die Ausreißergruppe gehen. Ah ja, gucken wir uns die nochmal an. Da haben wir am Ende so einen kleinen Hügel. Ich werde es wieder probieren. Heute fahre ich aber, wie gesagt, mal mit. Und mich ärgert das immer noch, dass ich das mit Cofidis verschlafen habe. Das ist auch wieder viel zu nah vom Ziel. Der müsste hier mal, so ein Berg sein. Naja. Wir werden es trotzdem versuchen. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Wir gucken mal die Tagesform an. Wenn wir eine super Tagesform haben, zerreißen wir hier das Feld. Badam, badam, badam. Genau. So, Favoriten sind hier eher die Sprinter. Ja, ist ja eine Sprintetappe. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht was machen, damit wir die Sprinter loswerden. Oder wir
probieren hier schon die Sprinter loszuwerden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir fahren gelassen werden. Was ist denn eigentlich so unser Ziel, unser Ziele? Wir haben jetzt gelb und... okay, ruhig angehen. Ich habe Entscheidungsfreiheit. Wir haben eine plus 2 heute. Bleib vorn. Alles Kollegen. So, gucken wir, ob wir fahren gelassen werden wieder. Immerhin haben wir hier einen Berg der zweiten Kategorie und du sollst angreifen, bitte. Okay, immerhin haben wir die rote Rakete. Das ist ein gutes Zeichen. So, wir hängen uns jetzt hier dran. So, und jetzt geht's in den Berg. Wir werden wahrscheinlich gleich nach vorne gelassen. Wer ist denn dabei? Turner mit einer 54. Oh, hier McCormick ist nicht schlecht. Das ist ein cooles Pub in Leipzig, ist McCormick's. Genau, fahren wir jetzt hier mal mit der 70 schönen Berg hoch. So, die wollen schon nicht mal mehr mitführen. Da würde ich sagen, reicht vielleicht doch eine 65 aus, damit die auch den Berg hochkommen. Oder vielleicht sogar eine 60. Damit wir uns erholen können. So, da will noch irgendjemand mitkommen. Wer ist denn das? Champoisson? Turner von... Okay, wir holen uns, denke ich mal, heute auf jeden Fall die 10 Punkte, wenn das klappt. So, McCormick will auch ein bisschen führen. Er ist, wie gesagt, der zweite, also, oder auch ein ziemlich guter Bergfahrer heute. Heute haben wir relativ gute Werte mit der Tagesform plus 2. So, der E2 fährt sich jetzt hier total kaputt, aber er will ja rankommen, also soll er mal. So, jetzt ist er auch ran, der Champoisson. Ah, der hat einen, der ist auch stark am Berg. Es könnte sein, dass der vielleicht das Bergtrikot ein bisschen im Auge hat. Aber da haben wir jetzt hier niemanden aus der gegnerischen Gruppe, also der von denen, die das letzte Mal dabei waren. So, jetzt fahren wir erstmal wieder mit der 60 hier weiter hoch. Und machen ordentlich Tempo. Wir haben schon 5 Minuten aufs Feld gewonnen. Echt nicht schlecht. Weil die doch relativ gemütlich fahren. Dann bin ich echt mal gespannt, was dann dabei rumkommt. So, jetzt wird es ein bisschen flacher. Da können gerne die anderen wieder ein bisschen führen, wenn sie wollen. Und im nächsten Berg fahre ich dann wieder von vorn, weil ich die Zweier-Bergwertung haben möchte. So, da hängen wir uns mal gemütlich hinten dran, erholen uns ein bisschen. Balken sieht noch gut aus, nur ganz wenig verloren. So, wir haben schon fast 6 Minuten Vorsprung, das ist echt nicht schlecht. So, am nächsten Berg, wie gesagt, fahre ich dann wieder mit einer 65 hoch. 6 Minuten 30. Ordentlich. Die müssen dann wahrscheinlich ganz schön powern. Aber na gut, ist eine flache Etappe, ist das natürlich relativ einfach für die dann. So, jetzt gehen wir nach vorn hier. So, da bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt 7 Minuten gleich Vorsprung. Boah, Wahnsinn. Ja, Van Cormick, den dürfen wir nicht halten können. Der ist ziemlich stark am Berg. Ja, Mist. Das ist echt Mist. Wow, da haben wir ganz schön geblutet, also...
wir sollten jetzt auf die anderen auf jeden Fall warten. Ja, nicht abhängen lassen, komm schon. So, wir haben fast 9 Minuten Vorsprung, das ist ja Wahnsinn. Wir haben sogar 10 Minuten Vorsprung, das ist ja riesig. Also leider nur Zweiter am Berg geworden, aber dennoch das Bergtrikot deutlich verteidigt. Und ja, die geben jetzt hier Gas und ich würde mich mal hier mit einklinken, weil das sieht gar nicht schlecht aus. Wir haben jetzt 10,5 Minuten Vorsprung. Das könnte echt spannend werden. So, die wollen nicht mit 65 führen, dann machen wir halt auf 60 runter. Die wollen noch auf den einen warten, okay. Wir haben 11 Minuten Vorsprung, sind noch 107 Kilometer, das wird spannend. Tullner ist ziemlich platt, ist natürlich überhaupt kein Bergfahrer. Wir müssen mal gucken, wie sich der Vorsprung entwickelt. Also wenn wir den lange genug halten können, könnte das echt interessant werden. Jetzt ist es schon bei 11,46 und es wird immer größer. Aber ich glaube, jetzt geben sie ein bisschen Gas, weil sie gerade über den Berg fahren wahrscheinlich. 12 Minuten Vorsprung bei 100 Kilometern. Also ich glaube, hier ist die Chance auf jeden Fall da. Aber was ist denn jetzt los? Warum fahren wir jetzt so langsam? Hä? Ja genau, Vino, gib mal ein bisschen Gas. Die Chance ist da, dass wir das Ding hier gewinnen. Ich kann mal hier sogar ein kleines... Ah, die wollen nicht schneller fahren. Das ist ein bisschen blöd. So, 63. 65, gut. 12 Minuten immer noch Vorsprung. Und weniger als 100 Kilometer. Ich gehe mal auf die zweifache Geschwindigkeit, weil jetzt passiert erstmal nichts. Und der Vorsprung wird größer. Guckt euch das an. Die träumen dort hinten. Hat das Spiel jetzt einen Fehler? Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, wir kommen hier durch. So, Beschleunigung 66, Sprint 60 hat der. Der hat Beschleunigung 63, Sprint 62. Der hat Beschleunigung 65, Sprint 59. Der hat 55, 59. Wir haben 74, 63 heute. Vielleicht können wir heute wirklich schon. So, jetzt machen sie ein bisschen ernster. Jetzt kommen sie auch ein bisschen ran, aber wir beteiligen uns hier eindeutig an der Führungsarbeit, weil wir eine Chance haben zu gewinnen. Wenn wir den Vorsprung noch ein bisschen halten können, haben wir da echt eine Chance. Also, die Chance ist gut, dass wir vielleicht auch noch ein, zwei Minuten übers Ziel retten. Aber die müssen hier halt auch ein bisschen Gas geben. Und ein paar haben schon keine Lust mehr zu führen. So, der Vorsprung bleibt jetzt relativ gleich. Aber das sollte eigentlich reichen, oder? Oh, jetzt kommen sie aber ran. Jetzt kommen sie aber ganz schön ran. Jetzt geben sie hinten richtig Gas. So, McCormick darf nicht mehr führen, weil hinten das Team von ihm Gas gibt. Oh, nee, das wird... Oh, wieso geht denn dieser Vorsprung so krass runter? Oh, nee, wir verlieren das echt doch noch. Ist das echt euer... Wie kann denn das sein, Leute? Das ist doch unrealistisch. Okay, das war's mit dem Sieg, weil irgendwie aus irgendeinem Grund ich hier der Einzige bin, der führt irgendwie. Und ich mir jetzt erstmal eine Wasserflasche hole. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Wow, also das überrascht mich jetzt wirklich, dass die jetzt echt hier so krass rankommen. Also normalerweise ist das eigentlich unmöglich, wenn man ein bisschen Radsport verfolgt. Wird ja immer gesagt, man verliert auf... 10 Kilometer eine Minute, und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Wir verlieren hier auf 5 Kilometer 2, also irgendwie ganz mysteriös. Jetzt bin ich gespannt, ob die hier sprinten wollen unbedingt. Wahrscheinlich. So, jetzt bleibt der Vorsprung wieder relativ gleich. Die haben uns jetzt ein bisschen... So, Tullner fährt fürs...
Sprint-Trikot. Also wir haben noch 7 Minuten Vorsprung. Jetzt geben die hinten wieder richtig Gas. Wahrscheinlich wegen der Zwischenwertung. So, alle fahren wieder mit. Vielleicht haben die hinten noch ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung, aber die sehen eigentlich ganz gut noch aus. Vorsprung bleibt gleich. Okay, also ich mache jetzt keine Aussage mehr mit wir schaffen das auf jeden Fall, weil das war eben schon mal so, dass ich mir eigentlich hundertprozentig sicher war, als wir fast 13 Minuten hatten auf noch 80 Kilometer und wir dann auf einmal plötzlich richtig viel verloren und jetzt, okay, jetzt machen sie wieder normal. So, Turner dürfte ja jetzt wieder Gas geben wollen und danach wieder platt sein. So, jetzt machen die hinten wieder Gas. Jetzt hauen sie wieder raus. Jetzt versuchen sie wieder ziemlich stark ranzukommen. Wir haben noch, wie gesagt, 40 Kilometer und 6 Minuten Vorsprung. Ich mache, wie jetzt haben wir wieder 7 Minuten. Also, boah, das kann eigentlich fast nicht mehr schief gehen. Also, das würde mich echt überraschen. So, hier, die haben jetzt keine Lust mehr aus verschiedenen Gründen. Ist zu unerbittlich. Hinten, die geben wieder Gas. Jetzt ist es unter 6 Minuten gleich. Das ist immer ein bisschen komisch. Auf jeden Fall machen die hinten jetzt wieder ordentlich Tempo. Wir müssen gucken. Jetzt ist es schon unter 6 Minuten. Ah, jetzt gehen die kaputt. Um Gottes Willen, jetzt machen die richtig Gas. Ich würde den McCormick am liebsten vom Rad treten dafür. 5 Minuten. Das gibt's doch nicht. Wie die Zeit runtergeht. Guckt euch das mal an. Minuten 48, 42, 33, die holen uns doch noch ein. Das gibt's gar nicht. Also irgendwie ist was... So, jetzt geben sie Gas. Jetzt geben sie ordentlich Gas und wir machen natürlich mit. Jetzt versuchen wir uns hier zu wehren. Wir haben immer noch genügend Vorsprung. Wir müssen gucken. Also es ist wirklich diese Rechnung. Eine Minute, 10 Kilometer. Nee, keine Chance. Keine Chance, wie die drücken hinten. So, schnell noch was trinken. So, wir könnten... Wir folgen natürlich... Oh, das gibt's nicht! Fahr! Fahr! Wieso verpasse ich jedes Mal diesen blöden Anschluss? Also wir kommen auf jeden Fall durch. So, ich würde jetzt sagen, wir hängen uns erstmal nur noch hinten dran. Die letzten Kilometer. Wir kommen auf jeden Fall durch. Wir haben einen abgehängt. McCormick ist, glaube ich, ziemlich heftig im Sprint. So, wir müssen jetzt gucken. Es geht relativ bergab. Das heißt, ich gebe mal den bei 6,5. Moment, ich mache mal kurz eine strategische Pause. So, der hat Sprint 62. 60, 62, 59. Also McCormick ist eigentlich der Stärkste. Ich würde sagen, wir folgen ihm. So, wir haben noch 2,7 Kilometer. Das Gel wirkt schon ein bisschen früh, leider. So, ich bin gespannt, wann geht von Comic raus. So, wir sprinten mit. Wir können nicht mithalten. Oder? Wir holen uns den Sieg! Yes! Woo! Wir haben uns den Sieg geholt! Yes! 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 Huh! Ich bin ein emotionaler Mensch. Cool, und wir haben sogar ein bisschen Vorsprung aufs Hauptfeld. 1,15?
Den einen haben wir wirklich noch ganz schön stehen lassen. Geil, wir haben gewonnen. Super, Ausreißversuch hat geklappt. Ich dachte zwischendurch echt, die holen uns noch, als auf einmal der Vorsprung so krass runterging. Aber da haben wir dann noch gut vorne gearbeitet. Wie gesagt, die letzten 3 Kilometer, 4 Kilometer habe ich mich dann dran gehängt. Das war gut und da konnten wir den Sieg uns holen. Alexander Vinokurov, 1 Minute 15 vom Hauptfeld, immerhin noch. Damit sind wir jetzt eine Sekunde. Eine Sekunde hinter unserem Teamkollegen. Okay, wir haben das Bergtrikot sehr gut gefestigt. Da haben wir 40 Punkte. In der Sprintwertung sind wir auf dem 2. Platz. Nachwuchsfahrer sind wir deutlich vorn mit 1 Minute 10 vor unserem ewigen Konkurrenten Navarez, aber es kommt noch eine heftige Bergetappe. So, in der Teamwertung sind wir 2. Und da bin ich jetzt gespannt, was der Manager jetzt sagt. Ich hoffe, er ist diesmal etwas zufriedener. Gucken wir mal an, was er sagt. Außergewöhnlich, außergewöhnlich, außergewöhnlich. 27 Punkte, sehr schön, das hat sich doch mal gelohnt. Okay, und da erwarten uns dann morgen oder übermorgen. Ich weiß gar nicht, wie die Frequenz sein wird, wenn die Folge draußen ist. Auf jeden Fall die letzten beiden Etappen der Tour Alsace. Obwohl das eher italienisch klingt. Wie klingt denn das in Französisch? Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dann beim spannenden Finale dabei seid. Wir kämpfen ums Bergtrikot und haben auch noch die Gesamtwertung direkt vor den Augen. Da haben wir unseren härtesten Konkurrenten in unserem eigenen Team. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid beim Pro Cyclist mit Alexander Vinokurov, gespielt von mir, dem Uno. Einen schönen Tag noch!